Bellic und Mantis, Polarity mit dem Konter. Und da ging es dann am Ende doch Mitte hoch. Zuerst stand man hier eher für klein und hat sich dann doch umentschieden. 6:1. Jetzt, Marc, wir müssen das jetzt hier noch kurz ein bisschen serious runter. Wir kriegen wieder so viele Flames, weil wir scheiße sind. Boah, es war gerade so gut, weil es war so wie... Ich kann mir das Bild gerade gar nicht vorstellen. Wie so ein Kugelfisch, der sich aufbläst aus Angst. Ja. Ach, ja. Manchmal war echt zu viel, ne? Es war echt einfach zu viel in dem Moment. Cyrox zielt bitte runter. Game.de baut sich auf für einen Go auf Klein hier. Ja, gib mir doch mal, Jin! Mann, ich hasse dieses Spiel. Boah, er bleibt auf Close Distance stehen, ey. Ja, der Hund kann sich das leisten, macht aber nur noch einen weiteren leisten. Track hier. Cyrox währenddessen von hinten. Ja, was hab ich denn jetzt bitte wieder Falsches gesagt, dass du mich hier mit meinen Leisten noch ein bisschen ärgern musst? Nee, muss ich nicht. Boah. Aha, kommen wir jetzt auch wieder zu deinen altbekannten Interjekten. Nee. Das war noch beim Robert. Ja. Ja, gute alte Zeit jetzt hier, Majin. Vielleicht. Gute alte Zeit. Wieder mit einer offensiven Runde. Wie immer. Und? Gleich macht's Peng und Relic ist tot. Na. Der Relic traut sich nicht dahin. Mitte geht offensiv, oder? Ja, doch, Relic geht doch da. Bitter. Ja, Ludi im Haus wahrscheinlich gleich, der wichtige gegen Polarity und Mantis. Dizzy ist zwar auch im Haus. Ah, Dizzy macht auch den Frag. Schön über Kreuzdeckung. Und Rak mit ein bisschen zu viel. Boah, Rak hat aber gerade mal einen dicken Headshot gefangen. Bombe in Roiks Händen. Ludi jetzt. Sorry, verkauft, sagt der Rak. Das war richtig teuer. 2-3 Situation. Ludi durch die Smoke macht keinen Damage, denn Roik kommt hier nicht aus dem Haus raus. Aber Polarity hat es von oben versucht. Last Man Standing. Roik mit der Bombe in der Hand. Mase weiß. Ja, der hat sich verkauft. Okay. Richtig. Rack, mein kleiner Pfadfinder. Roik jetzt! Trägt in den Kopf von Ludi aus dem Sandkasten. Somit haben wir die Draw-Runde für die Jungs von SK und sind dem Endergebnis von 16:9 schon sehr, sehr nahe gekommen. Gamed muss jetzt hier jede Runde holen. SK mit 6 ganzen Matchbällen hier in diesem Spiel. Ja, sie haben einfach das Problem, so gegen die Einzelskiller kommen sie so, glaube ich, nicht an. Oder? Nee, du. Vom Einzelskill her ja sowieso nicht. Also das müssen sie, wenn sie es lösen, überhaupt mit Teamplay lösen. Rush auf A klappt auch nicht irgendwie, weil es nicht klappt. Und, jetzt durchs Haus vielleicht mal gebündelt. Ja, aber Ludi spielt das gut. Ja, Ludi spielt eine gute Deckung mit Dizzy zusammen. Und ein Haus soll es jetzt rausgehen. Dizzy wird da geflasht, das könnte es mal werden, wenn sie jetzt denn da sofort rumgehen. Schauen wir mal. Mit dem First Frag gegen Dizzy. Jetzt haben wir noch Ludi, dem guten Manager und Cyrox auf dem Spot. Ja, er verbratzt sich hier ein bisschen und somit Cyrox jetzt gefragt. Unten in der Mitte währenddessen Margin noch gegen Mr. Deluxe, der hier das Duell ganz, ganz bitter verliert. Rack noch auf dem Spot gegen 2. Rack wird das Gelände brechen. Perfekt. Er spielt perfekt. Roik hat er seinen Mate dann wieder Last Man Standing wie Runde vor auch. 45 Sekunden hat der Junge noch. Dann ist alles vorbei. Roik, nein! Da ist die Runde für SK. Margin mit dem letzten Frag mit der Deagle und somit sehen wir das.